Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde C-Sharp. Dieses Mal geht es um Interfaces. So, Interfaces, für die Leute, die sie kennen, ihr wisst, was euch erwartet, und für die, die sie nicht kennen, ich zeige zuerst einmal, wie man sie benutzt, beziehungsweise wie man sie definiert, wie man sie dann benutzt, und dann zeige ich euch auch, warum man sie benutzt überhaupt, weil das ist, glaube ich, am Anfang so das, warum die meisten Leute sagen, okay, das ist irgendwie nicht ganz einleuchtend, ich benutze sie einfach gar nicht. Ja, also fangen wir an. Interfaces sind sozusagen wie Klassen auch definiert. Das heißt, wir schreiben sie in den Namespace rein, hier in diese geschweiften Klammern, einfach oberhalb oder unterhalb von dieser Class Program hier. Und ja, hier definieren wir einfach dann ein Public Interface. Und in C-Sharp ist es meistens so, man schreibt ein großes I davor, dafür, dass es ein Interface ist. Und dann schreibt man hier zum Beispiel den Namen dahinter, also in dem Fall wäre es zum Beispiel Tier. Und dann kommt man wie bei einer ganz gewöhnlichen Klasse auch rein und schreibt hier diese geschweiften Klammern. Und hier innen drin kommt dann das, was im Interface tatsächlich drin steht. So, das sieht jetzt erstmal aus wie eine Klasse, das Public kann man übrigens auch weglassen. Das sieht aus wie eine Klasse, die einfach Interface heißt. Es gibt einen großen Unterschied, und zwar in Interfaces, da definiert man seine Methoden nur, die kriegen keinen Körper. Das heißt, ich schreibe einfach hin, zum Beispiel void, was kann dieses Tier laufen? Klammer, Klammer, ganz gewohnt wie immer. Und jetzt, Achtung, kommt ein Semikolon. Das ist ziemlich komisch am Anfang. Das bedeutet einfach, das hier ist eine abstrakte Methode, so heißen die Dinge. Und diese Methoden, die haben einfach keinen Rumpf. Das heißt aber auch, wir können unser Interface Tier nicht einfach so instanzieren, indem wir hier in dieser Main-Methode schreiben, itier, abc gleich new itier, das geht nicht. Na, zumindest nicht ohne weiteres. Hier kriegen wir einen Error. Es konnte keine Instanz der abstrakten Klasse oder Schnittstelle, Schnittstelle ist übrigens ein Interface, ja, itier erstellt werden. Gut, das liegt daran, dass wir hier eben eine abstrakte Methode drin haben. Und warum man solche Sachen benutzt, also wir können hier übrigens auch, wir können keinen Code angeben für diese Methode, zum Beispiel, wenn sie sich selber aufrufen würde, da kriegen wir einen Fehler. Wenn wir es laufen lassen, kriegen wir den Fehler. Schnittstellen-Member können keine Definition haben. Das heißt, man darf für keine Methode hier drin, darf man irgendwie eine Definition haben. Genauso ist es übrigens für irgendwelche Attribute. Das darf man auch nicht. Wenn ich das jetzt starte, kriege ich auch einen Fehler. Schnittstellen können keine Felder enthalten. Ja, Felder sind in dem Fall dieser Integer hier eben. Also einfach nur eine Sammlung von abstrakten Methoden. Das ist ein Interface. Wir können hier mehrere reinschreiben, wenn wir wollen. Genau, das ist ein Interface. Und warum man die Dinger dann hat, das zeige ich euch jetzt. So, also sagen wir mal, wir haben hier oben eine Klasse, eine Public Class Tier. Und, nee, sagen wir Hund. Sagen wir einfach Hund. Und die erbt tatsächlich jetzt von diesem iTier. iTier. So. Und dann machen wir ganz normal, wie immer, diese geschweiften Klammern. So. Und wenn wir das jetzt. Warum zeigt sie mir die Fehler einfach nicht direkt an? Komm schon. Gut. Also, wenn ich es laufen lasse, dann zeigt es mir die Fehler an. Warum auch immer. Visual Studio ist heute Morgen ein bisschen träge, glaube ich. So, also fahren wir hier drüber und sagen. Okay, wir haben in Hund, oder hier unten steht es auch, wir haben die Methode Laufen nicht implementiert. Wir können sie nicht einfach ererben, weil da steht ja kein Code drin. Wir haben nur die Methodendefinition geerbt, müssen die jetzt aber hier irgendwie implementieren. Und das tun wir, indem wir hier in dieser Klasse sagen, okay, void laufen. Klammer, Klammer, und jetzt kommt hier tatsächlich Code rein. Sysout. Achso, halt, es geht hier nicht, verdammt. Gerade ein paar Java-Dinger gemacht und schon ist man wieder draußen. Okay, also Sysout oder Console-WriteLine ist quasi dasselbe. Und jetzt sagen wir hier laufe auf allen Vieren. So. Und das ist jetzt quasi die Implementierung unserer abstrakten Methode. Wir haben jetzt das hier überschrieben, wie wir es auch machen würden, wenn wir eine normale Klasse erben. Dazu zeige ich euch dann noch was. Ja, und
dadurch kriegen wir dieses Interface hier richtig implementiert. Gut. Warum möchte ich jetzt sowas haben? Übrigens, der Fehler hier ist nicht mehr aktuell. Der aktualisiert sich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was heute Morgen los ist. Okay, warum möchte ich jetzt sowas haben? Naja, sagen wir einfach mal, ich hab hier noch eine Klasse, eine Public Class. Und die ist jetzt eine Katze. Und die erbt auch von IT. Und ab hier kann ich das eigentlich mal kopieren. So, nur dass hier vielleicht, ja, die läuft auch auf allen Vieren. Mount sie dazu. So. Okay. Jetzt habe ich eine Methode für die Katze, die quasi hier etwas anderes tut als die Methode vom Hund. Aber beides sind logischerweise irgendwie Tiere und deswegen habe ich hier dieses I-Tier überall davon geerbt. Jetzt hätte ich das auch mit einer normalen Methode machen können, beziehungsweise mit einer normalen Klasse, indem ich hier einfach eine Class Tier und so weiter und hier einfach irgendwas implementiere. Aber wenn ich schon von vornherein weiß, okay, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, dass ein Tier laufen kann, denn es kann zwar jedes Tier laufen, aber jedes Tier läuft anders und wir wissen nicht, wie die Dinger laufen, dann schreiben wir uns ein Interface und erben dann davon. Und dann kann man die hier zum Beispiel in eine Liste packen, die ich euch noch in einem anderen Video gesondert zeige. Und ja, dann kann man sozusagen, oder in Array, das kennt ihr auf jeden Fall schon, I-Tier. Und dann sagen wir hier, komisch, jetzt ist er wieder ganz schnell mit den Fehlern, ne? I-Tier. Und wie nennen wir es? Tiere. Ist gleich new I-Tier über, wie viele wollen wir reinmachen? Sagen wir einfach mal 3. Okay, so und jetzt sagen wir hier Tiere an der Stelle 0 ist gleich eine Katze, new Katze. Und das kopiere ich jetzt einfach mal hier. An der Stelle 1 und an der Stelle 2. An der Stelle 1 haben wir jetzt allerdings einen Hund. So. Und wenn wir jetzt hier einfach mit einer Vorschleife drüber laufen, for each ist quasi eine Vorschleife für Arrays oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich euch die tatsächlich schon gezeigt habe, ist aber nicht schwer wirklich. Da schreibt man einfach für jedes Element in einer Liste oder einem Array oder sowas, also für jedes T, für jedes I-Tier T in Tiere. Und dann laufe ich da einfach drüber und T ist dann meine Variable. Ich muss nicht jedes Mal auf Tiere an der Stelle I zugreifen, sondern ich habe direkt das I-Tier quasi in der Hand. Kann ich hier einfach schreiben T.laufen. So. Und jetzt habe ich einfach diese Methode laufen überall aufgerufen, aber wir haben hier diesen abstrakten Typ I-Tier benutzt. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, was hier tatsächlich drin steht. Ich könnte hier jetzt einen Hund draus machen oder von mir aus noch einen dritten Typ und es würde niemanden interessieren. Diese Laufen-Methode muss einfach überall drin sein, weil die in diesem I-Tier-Interface implementiert ist. Und ich kann jetzt hier einfach ein I-Tier reinstecken oder verschiedene Tiere, die von dieser Klasse erben, in dieses Array rein, lauf da drüber und ruf jedes Mal diese Laufen-Methode auf, die einfach immer was anderes tut. Das heißt, bei dem Hund wird diese Laufe auf allen Vieren aufgerufen, bei der Katze wird Mounce dazu aufgerufen. Also wenn ich das jetzt hier laufen lasse, dann kriege ich erstmal einen Fehler. Warum kriege ich einen Fehler? Weil wir hier Methoden, die wir überschreiben wollen, entweder public oder protected sein müssen. In dem Fall public einfach mal. Dann ist alles gut. So, Achtung, hier oben braucht ihr irgendwie nichts hinschreiben. Bei denen gibt es kein Public und so weiter. Da einfach nichts hinschreiben, das ist dann okay. So, jetzt starte ich das Ganze. Ups. Ja, okay, wir müssen vielleicht noch kurz warten. Und console.readKey. So. Und jetzt können wir warten, bis wir fertig sind. So, also das heißt, wir laufen hier durch dieses Array dadurch. Und einfach mit einer For-Each-Schleife, das ist wirklich ultra bequem und rufen einfach jedes Mal dieselbe Methode dazu auf und haben hier aber verschiedene Typen. Und dann wird jeweils die passende Methode automatisch aufgerufen. Das heißt, wir haben zwei Katzen, nämlich an erster Stelle und an letzter Stelle und da wird jeweils dieses Mount dazu aufgerufen. Und der Hund, der läuft einfach auf allen Vieren.
Gut, also passt perfekt. Das heißt, wir sind hier relativ bequem durch dieses Array durchgelaufen, indem wir einfach uns hier ein Interface definiert haben und hier das damit gemacht haben. Was jetzt natürlich der Unterschied zur Klasse ist, wenn wir oben eine Klasse hätten, die einfach Tier heißt, dann hätten wir für diese Klasse Tier auch eine Laufmethode definieren müssen. Und das müssen wir so eben nicht. Aber wir haben trotzdem garantiert, dass überall diese Laufmethode in den Unterklassen definiert ist. Das ist, wie gesagt, der große Unterschied. Man muss sie hier nicht definieren. Und das ist eigentlich ziemlich praktisch, wenn man zum Beispiel nicht weiß, was diese Methode macht oder wenn man anderen einfach dieses Interface zur Verfügung stellen möchte, die dann Code für einen schreiben. Und dann vergessen die auch nicht, diese Methode zu implementieren, wenn das dann mal, ja. Was anderes Cooles, was man machen kann mit Interfaces, ist Mehrfachvererbung. Und genau die zeige ich euch beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr freut euch darauf und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.